Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns in Winsenburg und fahren heute die Linie 115 vom Betriebshof nach Neustadt Bahnhof. Ich habe euch den Citaro LE mit dem neuesten Sound Update, was von Omvi Final mir zur Verfügung gestellt wurde. Werden wir mal heute testen. Gleichzeitig habe ich einen Repaint bekommen. Nochmal ganz herzlichen Dank an Omvi Final. Das ist sehr schön. Endlich, du bist der Erste, der mir meinen Wunsch in Erfüllung gemacht hat. Ganz herzlichen Dank. Das Repaint wurde natürlich nicht weitergegeben. Das habe ich denen auch versprochen. So. Da werden wir mal in den Bus einsteigen und mal schauen, was für neue Sounds verbaut sind. So. Dann werden wir es mal einschalten. Ja, ihr merkt schon, er piept nicht mehr so laut. Die Musik ist weg, endlich. Finde ich klasse. So. Dann werden wir mal die Linie eingeben. 15.00. Sehr schöne Entwerter-Sounds, echt klasse, muss man ehrlich mal sagen dazu. Das sind mal richtig, jetzt mal richtig geile Sounds hier. Also, das habt ihr richtig. Halt, Route 2 fahren wir, das haut glaube ich nicht hin. Wir fahren glaube ich die Route 2. Ja, Route 2, das war jetzt mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. So. Natürlich mit schöner Innenanzeige. Schön mit Bestuhlung. Also richtig klasse. Also die Inverter-Sound. Wir werden mal gucken, ob man es hört. Ich werde mal ein bisschen aufdrehen, Gas geben. Na gut, das werden wir nachher, wenn wir gleich fahren, mal testen. Wenn wir das mal richtig dann uns anhören. Gut, 8 Minuten werden wir jetzt hier nicht warten. Acht. So. Dann werden wir mal Gang einlegen. Also, ihr merkt auch, die Blinker-Sounds sind sie überarbeitet, also richtig klasse. Guten Tag. Guten Tag. So. Mal schnell ein schönes Bild machen. Das passt hier gerade so gut. So. Wir werden mal wieder einsteigen. Halt. Schon wir jetzt. So, mal gucken, wenn wir Gelegenheit haben, wo ich mal euch das ein bisschen sehr gut zeigen kann, hier auf der Linie. Das haben wir den Sound. Aber der Sound hört sich richtig klasse an. Das Volt, das Neue. Halt! Hier fahren wir gar nicht lang.
fahren. Nächste rechts rein. Geht ja schon gut los. Also, mal gleich auf die Landstraße ein bisschen rauskommen, dann werde ich mal nichts erzählen und dann müsst ihr euch mal die geilen Sounds anhören. Hallo. Hallo. Das blendet ja nun doch ganz schön hier. Oh. Eppendorfer Straße. Also richtig klasse habt ihr das gemacht. Also das neue Sound habt ihr irgendwie final, das habt ihr sehr gut hingekriegt. Ich weiß ja nicht, ob es alleine warst oder mehrere sich beteiligt haben, deswegen sage ich lieber die Mehrzahl. Luise von Preußen Straße. Also richtig klasse. Boah, das ist ein Scheiß. Ja, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Hat er seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, ich habe den Führerschein gewonnen, Manfred. Rettenkamm. Was ist das denn jetzt? Halt wieder mal ein, dann komm ich raus. Ich komm gar nicht. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht? Seid ihr bescheuert? Oder ich hab den Polder mitgenommen. Das kann nämlich sein, dass ich den jetzt geschliffen habe. Das kann möglich sein, dass ich den Polder hier mitgenommen habe.
können wir auch mal schnell die Fahrgäste rausschmeißen, die aussteigen wollten. Naja, fahren wir jetzt leer. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also das Soundpack ist richtig der Hammer. Säulenstraße. Den lassen wir mal vorbei, bevor wir hier reinfahren. Oh. Halt, das war... Kapfelsberger Straße. Guten Tag. Hallo. Guten
Oh, ein Dolaris hat sich hier verfahren. Jochmannstraße. Oh, jetzt könnt ihr noch mal. Messe Nord, Haupteingang. Einmal Tageskarte. Einmal Tageskarte kannst du haben. Na komm her. Messe, Parken A. Also das Soundpack ist richtig klasse geworden. Also Daumen hoch dafür. Auch die neuen Inverter-Sounds habt ihr richtig klasse gemacht. Jetzt stehen wir erstmal im Stau. Aber es geht, komm noch mit. Guten Tag. Guten Tag.
Schleiermacherstraße. Guten Tag. Im Landwehr. Ja, fahr. Oh, das war jetzt mein Fehler, weil ich auf dem Bus geschlafen habe. Müssen wir ein bisschen... Südbahnhof. Diese Fahrt endet dort. So. So, mein Fazit ist also, ja, das Soundpatch ist sehr gut gelungen. Also wirklich, kann man nichts aussetzen. Richtig klasse, habt ihr das gemacht. Und nochmal schön recht herzlichen Dank für das Repin zur Verfügung gestellt. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.